Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde rund um das Spiel That's Not a Hit. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Spielvorstellung, weil That's Not a Hit, ja, das Spiel, was auf der Empfehlungsliste 2023 zum Spiel des Jahres stand, das habe ich euch schon damals, glaube ich, im März 2023 vorgestellt. Ein sehr erfolgreiches, witziges, geselliges Spiel für Jung und Alt. Ein Spiel für jeden, ob in kleiner Runde, ob in größerer Runde. Wobei, hier steht dabei 3 bis 8 Personen. Laut Empfehlung der Jury ist es ein Spiel für 3 bis 6 Personen. Aber man kann es mit mehr Personen spielen, wie bei vielen Spielen. Ob das dann jetzt noch sinnvoll ist, sei dahingestellt. Im Video habe ich alles euch erklärt zu That's Not a Hit. Und jetzt geht's im Jahr 2024 in eine neue Runde. Na toll, hat mir jetzt nur ein paar Bildmotive beigefügt. Ich werde euch alles zeigen in diesem Video, weil ich zeige euch nochmal den Aufbau, die Abläufe und abschließend gibt's ja ein weiteres Fazit. Weil hier gibt's noch ein paar Dinge zu beachten, beziehungsweise es gibt noch ein paar Besonderheiten. Wir schauen uns erst einmal die grüne Verpackung an. Das ist der wesentliche Unterschied, jetzt was dieses Design angeht. That's Not a Hit. Ravensburger, der Verlag, Kaspar Lab, der Autor. Ab 8 Jahre steht auch hier wieder drauf, 3 bis 8 Personen und Spielzeit 15 Minuten. Was macht man in diesem Spiel? Wir haben eine Vielzahl an Karten, wir haben eine Vielzahl an Bildmotiven und das war auch bei dem ersten Spiel schon der Fall. Und jetzt zeige ich euch erst einmal die Regeln des Grundspiels, bevor es da noch eine Ergänzung gibt, was das besondere neue Element bei diesem Spiel ist. Aufgebaut habe ich es bereits für 4 Personen. Ich muss schon lachen, weil ich bin nicht sehr gut in diesem Spiel. Ich versuche es euch aber gut rüberzubringen und ich glaube, ihr werdet die Position finden, wo der Jörg dann quasi aussteigt, weil ich mir einfach nicht so viel merken kann. Dabei liegt gar nicht so viel aus. Jeder hat schon ein Geschenk vor sich bei 4 Personen. Der Schuh, der Ball, der Frosch und die Hose. Und es geht darum, Geschenke anderen zu machen, die man annimmt, die man nicht annimmt, wo man nicht glaubt, dass es das Geschenk ist. Und hat man 3 Fehler gemacht, also 3 Minuskarten vor sich liegen, dann endet auch die Runde und die Person hat das Spiel verloren. Ja, zuerst einmal nehme ich mir ein Geschenk. Jeder schaut sich die Karten an. Das ist ein Skateboard. Das Skateboard drehe ich sofort um und legt das vor mir ab und der Pfeil gibt an, ich denke, man sieht es hier auch auf der Seite, das heißt, der Pfeil gibt an, okay, da gebe ich das Geschenk weiter. Ja, viel Spaß mit dem Geschenk. Ich schenke dir ein Skateboard. Dann wird das Skateboard hier draufgelegt und sagt Danke für das Geschenk. Und wenn man ein Geschenk bekommt, dann gibt man nicht unbedingt immer das gleiche Geschenk weiter. Es soll definitiv ein anderes Geschenk sein. Aber ich bedanke mich jetzt hier für diesen Gegenstand. Glaubt es. Ja, ist ja auch die erste Karte. Und dieses andere Geschenk, das drehe ich um. Und jetzt bekomme ich da drüben eine Karte und jetzt heißt vielen Dank und ich gebe dir jetzt die Hose. Du gibst mir die Hose. Ja, danke für die Hose. War es überhaupt eine Hose? Ich glaube, es war eine Hose. Ich muss ja jetzt nicht zu viel verraten. Die anderen schmunzeln vielleicht. Ihr wisst vielleicht seid ihr noch dabei. Vielen Dank für die Hose, sage ich hier gegenüber. Dreh den Gegenstand hier gleich um und sag natürlich, ja, vielen Dank für die Hose. Hier hast du den Frosch. Ja, vielen Dank für den Frosch und das ist sicherlich auch der Frosch, ich kann mich noch daran erinnern und ja, ich gebe mein anderes Geschenk weiter, ich schenke dir ein Skateboard. War es jetzt das Skateboard oder war es jetzt doch die Hose? Und so läuft das ab. Ich muss jetzt selber nochmal kurz draufschauen. Ja, es war das Skateboard. Weil wenn die Person nicht glaubt, dann deckt man die Karte dann auf und derjenige, der falsch lag, der bekommt die Karte als Minuspunkte, nimmt sich aber auch gleich das nächste Geschenk, also die nächste Karte, dreht sie um und gibt sie dann weiter als neues Geschenk. Oh je, war jetzt der Gegenstand draußen, war er nicht draußen. Und so spielt man eine gewisse Anzahl von Runden, bis eine Person 3 Minuskarten vor sich liegen hat. Das ist das altbewährte, bekannte, beliebte Prinzip. Und ich habe es damals, bin ja schon fast ein bisschen parallel beim Fazit, hier bei dieser Spielbox schon empfohlen, weil es ein richtig gutes Spiel ist. Was gibt es denn Neues? Ja, und wenn ich mich ans Fazit jetzt nicht direkt, es liegt ja schon ein Jahr zurück, aber wo wir das
öfters gespielt haben. Wir haben es jetzt die letzten Wochen jetzt öfters gespielt. Freunden, Bekannten, Bekannten und im Verwandtschaftskreis haben wir es auch gespielt. Mit Jung und Alt quasi. Und ich habe immer wieder festgestellt, gerade wenn man eine Runde gespielt hat, zu 4, zu 5, boah, ich bin zum Glück nicht dran. Ich kann mir nämlich gar nichts mehr merken. Der Pfeil geht zu, der kann auch in eine andere Richtung gehen. Und da war ich dann immer heilefroh, dass ich mal zumindest mal 2 Minuten Verschnaufpause hatte. Und ich habe immer gehofft, da drüben, da knallt's, da gibt es gleich einen Minuspunkt. Ja, das hat mich irgendwie gefreut und ich war stolz, nicht die Karte zu bekommen. Genau deswegen hat sich wohl der Autor und der Verlag das gedacht, der Jörg muss öfters mitspielen. Naja, nicht der Jörg, aber die anderen, die müssen beteiligt sein, die kann es auch erwischen, jederzeit. Und genau deswegen gibt es solche Karten mit diesen Pfeilen, die abgebildet sind, dass man sie auch in andere Richtung dann weitergeben kann. Deswegen solltet ihr vor Spielbeginn, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, die Karten dann trennen, was die Pfeile angeht, wollt ihr gleich verrückt spielen, dann könnt ihr gleich mit diesen Regeln spielen, mit dem Pfeil. Und die Besonderheit ist bei diesem Spiel definitiv gegeben, weil oft wurde ich gefragt, ja, ist es jetzt dann das gleiche Spiel? Es wird hier gleich in der Anleitung gezeigt, habt ihr That's Not a Hat schon mal gespielt, dann müsst ihr nur auf Seite 10 die neuen Regeln der Sonderkarten lesen. 10 Regeln, 10 Seiten, ist eine Menge. Keine Sorge, das meiste sind Beispiele, die hier aufgeführt sind. Deswegen ist es auch eine recht hohe Zahl mit 10, weil bei dem Spiel geht man davon aus, dass es nur 2-3 Seiten Anleitung hat. Und hier stehen dann nochmal die Sonderkarten erklärt mit dem Pfeil, wie man sie dann anbringt, beziehungsweise anhand von einem Beispiel dann auch nochmal verdeutlicht. Es gibt ein paar Tipps vom Autor, es ist euch zu einfach, zu schwer, es gibt immer noch ein paar Elemente, die man integrieren kann, aber das ist quasi die zweite Runde rund um das Spiel That's Not a Hat. Und damit bin ich bei einem kurzen Fazit, weil That's Not a Hat habe ich euch im März 2023 als Video präsentiert und das Spiel war sehr erfolgreich. Ein paar Monate später ist es sogar auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gelandet. Damals schon eine ganz klare Empfehlung, auch im Fazit, ich glaube in knapp 10 Minuten, habe ich euch das Spiel vorgestellt vom Autor Kaspar Labe, Ravensburger, 8 Jahre, 3 bis 8 Personen. Empfehlung der Jury Spiel des Jahres ist laut Homepage 3 bis 6 Personen. Klar, man kann es auch ein bisschen übertreiben mit bis zu 8 Personen, aber das 8er Element, gerade wenn man zu 7 zu 8 spielt, kommt bei dem Grundspiel nicht unbedingt zum Tragen, aber hier kommt es dann doch eher zum Tragen, wenn man mit mehr Personen spielt, weil das Spielprinzip ist soweit gleich geblieben. Man bekommt Geschenke, die muss man sich merken, die gibt man weiter, nach links oder nach rechts, all das muss man sich merken. Aber 8 Personen bedeutet, dass vielleicht nicht jeder am Zug ist und deswegen gibt es hier neue Karten mit unterschiedlichen Pfeilen als Variante, als weitere Karten, die ihr integrieren könnt. Und so ist auch durchaus gegeben, dass man es in einer größeren Runde spielen kann. Ich habe es jetzt, was diese Box angeht, mit maximal 5 Personen gespielt. Wir waren recht schnell drin, habe mit vielen Neulingen das gespielt, mit Freunden im Verwandtschaftskreis haben wir es gespielt, auf dem einen oder anderen Geburtstagsevent haben wir es dabei gehabt und das kam prima an und jeder hat sich quasi im Anschluss auch dieses Spiel geholt. Man hat nur gefragt, ja, holen wir jetzt diese Box oder diese Box. Ich glaube, der Preis ist ähnlich. Hier ist es mit den Zusatzkarten vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen spannender, wenn ihr das vielleicht zum ersten Mal spielen wollt. Aber ansonsten beide Boxen benötigt man sicherlich nicht, aber vielleicht greift der ein oder andere jetzt auch zu dieser grünen Box, weil Spaß macht es definitiv weiterhin. Es zählt zu den Spielen. Ich habe sofort den Blick gehabt zu diesen top-geselligen Spielen. Kleine Spiele, das sind kleine Spiele. Habe ich auch eine Reihe gemacht. Vielleicht mache ich da mal einen Auszug, dass ich euch wirklich die richtig guten dann nochmal zusammenfasse. Gefühlt habe ich euch da schon 70, 80 gesellige Spiele vorgestellt, wo einfach Spaß machen in einer schönen Runde. Jung und alt kann man spielen, auch wenn hier ab 8 Jahre dabei steht. Das kann man im Kreis spielen mit Jugendlichen, das kann man aber im Kreis spielen rein Erwachsenen. Mischung, es ist ein Spiel für jeden. Und ein Spiel, was gerade mal 15 Minuten geht, aber es droht hier eine Gefahr. Ein gewisses Risiko ist bei diesem Spiel verbunden, weil wenn man das 2-3 Partien hintereinander spielt, dann sind die Partien, wenn ich dabei bin, sehr schnell zu Ende. Weil ich habe noch die Karten im Blick von der vorherigen Partie oder von der vorherigen Partie. Und dann sage ich plötzlich begriffen, danke für das, für die Diskette oder was da alles dabei ist, Diskette-Chip. Und dann denke ich, ach nein, das war ja von der vorhergehenden Partie, das ist ja gar nicht mehr dabei. Also alles sich zu merken, ist mir persönlich schwer gefallen, aber das ist ein richtig lustiges, witziges Element und dabei sind es ja nur ein paar Bildmotive, aber die hier in seinen Kopf reinzubringen, das fällt dem einen oder anderen ein bisschen schwerer, dem einen oder anderen ein bisschen leichter, aber Spaß haben bisher alle, die bei uns quasi dieses Spiel absolviert haben.
spielpreislich, was ich gesehen habe, durchaus prima vom Preis. Müsst ihr mal schauen, je nachdem beim Händler, abhängig immer davon, wann er das Video schaut. Oder ihr schaut gerne über die unten genannten Links, bestellt da Produkte, Spiele etc. Da unterstützt ihr uns über die Links automatisch, bleibt euch überlassen. Aber das zu allen wichtigen Informationen rund um das Spiel, rund um das zweite Spiel, jetzt in einer grünen Box mit dem Titel That's Not a Head, erschienen bei Ravensburger vom Autor Kaspar Lab. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Und wenn ihr schon gespielt habt, ihr dürft gerne kommentieren, was eure Meinung zu diesem Spiel ist.